Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Repeat mit Resident Evil 2 und diesem blöden Zombie-Polizisten, der einfach nicht umfallen will. Da müsste noch irgendwo einer sein, theoretisch. Ah, da ist er, kuschelt mit der Wand, ja. Na, sie haben ihren Hut ja noch auf. Oh, ist nur noch eine Patrone im Lauf. Bisschen schlecht. Bleib liegen, komm. Na, ist wenigstens hinter dir. Und wie im dritten Stock des Polizeipräsidiums werden hier mit Claire zwei Licker. Und ich glaube, im B-Szenario sind da auch zwei Licker. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. So, wir nutzen ein Virgin Heart. Deswegen heißen die Virgin Heart, wegen den Statuen eigentlich. Was funkelt hier Schönes? Der nächste Revierschlüssel. Prüf das doch mal. Geformt wie ein, wie das Karo auf einer Spielkarte. Aha, der Karo-Schlüssel also. Und was haben wir hier? Der Königstecker. Ja, die ganzen Schachstecker brauchen wir erst ein bisschen später im Spiel. So, ab dem Mittelpunkt werden die erst interessant. Sowohl der Hubschrauber als auch die Tür sind völlig zerstört. Sieht nicht so aus, als käme man noch irgendwie auf die andere Seite. Ja, mit Leon ist das leider nicht möglich. Mit Claire kann man doch auf die andere Seite. Aber was da auf der anderen Seite ist, das müsst ihr mit meinem alten... Oder könnt ihr in meinem alten Let's Play angucken, von Resident Evil 2. Wo ich die Seiten ja originalgetreu spiele. So, ich lege das Zeug jetzt mal alles so schön zusammen, dass ich das auch wiederfinde. Die Strohpatronen lege ich auch mal raus, um einfach mehr Inventarplatz zu haben. Jetzt müsste ich mich nur wieder daran erinnern, wo die Karo-Türen waren, ja? Aber ich habe so einen schleichenden Verdacht, wo sie sein könnten. Oh, Hallöchen, Herr Zombie. Bumm hat's gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die ihre Hitpoints behalten, wenn man das, den Screen verlässt, oder ob die dann wieder 100% haben. Cool, meine Schüsse haben nicht gezählt. Drei Patronen verschwindet. Zumindest blutet er. Das ist ja schon mal ein Pluspunkt. Leon, geh da bitte lang. Danke. Okay, der andere Zombie ist noch auf der linken Seite. Das ist gut. So, wo muss ich denn jetzt überall hin? Ich glaube, ich muss wieder in den anderen Flügel rüber. Ja, ich muss unten lang, genau. Habe ich die Shotgun dabei? Ja, habe ich, ja. Shotgun, Shotgun, gut. Shotgun, gut. So, hier ist nämlich der zweite Schubladen, mit dem ich, den ich öffnen kann, dank dem Schlüssel. Und was finden wir? Patronen. Man glaubt gar nicht, wie wichtig die Pistole am Anfang ist bei Resident Evil 2. Wenn man es normal spielt, ja. So, wieder den gewohnten alten Weg. Bisher ist noch alles sicher. Bisher. Dun, dun, dun. Das kann sich aber schnell ändern, ihr wisst es. Ihr wisst es alle. Das einzige Problem ist jetzt irgendwie unbeschadet an der Hot Pants Lady vorbeizukommen, ohne Patronen zu verwenden. Oh. Ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Irgendwie. Wenn nicht, muss ich sie irgendwie rauslocken. Oder ich laufe einfach so vorbei, das geht auch. Karo-Schlüssel benutzt. Oh mein Gott. Ein ganzes Rudel Zombies. Shit, da kommt noch einer. Wie sie noch weiterlaufen in den Kopf. Okay, das war super.
Das Schloss ist kaputt und lässt sich nicht öffnen. Mit Claire könnte ich das schon öffnen. Ich habe das Schloss geöffnet. Mit meinen bloßen Fingern. Oha, gruselige Musik und es ist das Büro, wo wir Marvin gefunden haben. Warum habe ich so das Gefühl, dass hier irgendwas Böses passiert? Das heutige Datum, 29. September. Michael ist fest. Ach, hier gibt es auch noch verstecktes Item. Tada, noch mehr Patronen. Boah, hier sieht es aus, ey. Drüben am Empfang gibt es einen Warteraum. Ach, das ist die Seite mit dem, wo ich vorhin gerade den kleinen Tisch aufgeschlossen habe mit der Truhe. Partyhüte. Marvin? Marvin? Marvin, was ist los? Oh oh. Marvin wird ein bisschen blass um die Kiemen. Marvin, wir können darüber reden. Stehen bleiben. Stehen bleiben, Marvin. Bleib doch endlich stehen, Marvin. Ich wollte das nicht tun. Also liest mir keine andere Wahl. Was liegt denn hier Schönes? Noch ein Revierschlüssel. Geformt wie ein Herz. Das alles wegen diesem einen Schlüssel. Okay, ich habe das Schloss geöffnet. Jetzt lass mich überlegen. Ja, ich muss hier wieder raus. Ich muss in den anderen Flügel rüber. Oder? Ja, doch. Ah, die sichere Eingangshalle. Ich denke, dass da das letzte Karo-Schloss sein müsste. Ein Pik und ein Karo-Schloss und ein Herzschloss ist da auf jeden Fall. Das weiß ich. Gut, dass ich hier die ganzen Zombies aus dem Weg geräumt habe. Das macht die Sache echt einfach. Ja, Karo. Dann ist das da oben Pick und das Herz ist ein Stockwerk höher. Ja, meine Erinnerung ist awesome. Ah, guck mal hier, guck mal. Eine Heilerspray. Ein Kabel. Das Coole ist, ich kann alles mitnehmen. Oh, ich habe eine wunderschöne Reflexion. Noch ein Heilspray. Ein Besen. Interessiert mich aber nicht. Ah, Turmstecker war das. Kommt ein Licker geflogen. Gucke ich aber trotzdem nochmal nach. Ich verlasse mich da jetzt mal nicht auf meine Erinnerung. Aber das müsste Pik sein, glaube ich. Ah, Kreuz. Ich bin so froh, dass der Licker keine Türen öffnen kann. Oder die Tür eintreten kann oder sowas. Ja, das müsste passen eigentlich. Ich bin nämlich gerade am Überlegen, was ich alles brauche. Also wirklich notwendig brauche ich zu 100%. Zombie liegt immer noch da. Deckenventilator macht auch noch seine Töne. Das ist gut. Schlüssel benutzt. Der ist jetzt nutzlos. Jawohl. Das war der Herzschlüssel übrigens. Somit sind beide Schlüssel zu 100% verwendet. Heilkraut nehme ich mal noch nicht mit. Sind auch alle Fenster kaputt.
Wieder so eine Strombox. Ein Kabel zum Anschließen kleiner elektronischer Geräte. Auch ganz praktisch, um einen Stromkreislauf wiederherzustellen. Ganz wichtig, diese Seite hier zu sichern. Ganz wichtig. Und hier gibt es wieder ein verstecktes Item, nämlich Strohpatronen. Gibt so viel Verstecktes hier im Spiel. Verschlossen unter dem Schlüssel ist ein Kreuz eingraviert. Dann gehen wir doch mal in die Garage runter, oder? Ganz langsam und vorsichtig natürlich. Ach, shit. Ich höre euch. Es müssten Hundis sein. Keine Cerberus-Hunde. Na, ja, natürlich ist es einer. Das waren jetzt 6 Schuss, oder? Das ist immer so richtig schön bescheuert, wenn du den Feind nicht siehst oder wenn er gegen das Eck läuft und er kommt einfach nicht und kommt einfach nicht. Da ist er. Ah, da ist noch einer. Ja, Leon, komm, geht schon. Nein! Ach, Leon. Was machst du denn? Schieß den Köter. Tot? Ja, wunderbar. Wunderbar. Wo ging's denn hier nochmal hin? Komme ich da nicht raus ins Freie, theoretisch? Ah, ja, ich komme raus ins Freie. Super. Ich höre schon wieder einen Hund. Wollt ihr mich rollen oder was? Ach shit, der ist der über mir. Ich korrigiere, beide sind über mir. Shit, 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 shit. Ah, das geht nicht gut aus. Komm, stirb einfach. Gibt's doch nicht, oder? Wie schlecht kann man sein? Ne, hier gehe ich falsch. Da muss ich noch gar nicht hin. Und zumindest sind die Hundis schon mal weg. Das ist auch schon was. Oh, rotes Kraut? Ne, brauche ich nicht. Duh. Das kostet Munition, die ich nicht habe. Gott. Ich hatte mal 100 Schuss. Autopsieraum verschlossen. Unter dem Schlüsselloch ist ein Kreuz eingraviert. Diese verdächtige Tür ist verdächtig weit offen. Ah. Ist das der Heizungsraum? Notstromschalter. Sie können Energie mit diesen 5 Schaltern in unterversorgte Bereiche umleiten. Wenn Sie die gesamte Energie nutzen, könnte das zu einem Kurzschluss und Stromausfall führen. Lass mich raten, ich muss genau auf die 80 kommen. Rauf. Ist das ein Mathe-Spiel mit 36 plus 36 plus 36 plus 36 plus 36? Nee, ist es nicht. Schieße ich mir wahrscheinlich selber ins Knie, oder? Hoch, runter, runter, hoch, hoch. Yes! Energie in Ordnung. Ja, zack nochmal, dass ich nicht gut bin, hä? Aufs erste Mal. Oh, eine Karte. Eine Polizeirevier B1-Karte. Wollen Sie sie mitnehmen? Ja, natürlich. Und das ist eine Frage jedes Mal. Wo
Okay, somit geht der Kartenleser an der Tür wieder. Jetzt bräuchte ich halt nur noch eine Karte, ne? Der Kartenleser hat wieder Strom. Das bringt mir natürlich überhaupt nichts, wenn ich keine Karte habe. Parking Lot. Die Tiefgarage. Gehen wir doch mal rein, was kann denn schon passieren? sexy Beine. Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Who are you? Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Warum sollte ich dir vertrauen? Du hast auf mich geschossen. Oder wolltest du auf mich schießen? Raccoon Police Department, Emergency, dial 911. Zumindest bleibt die Notrufnummer überall gleich, ne? 911. Kein Dankeskuss? Nichts. Okay. Ist auch toll, dass dieser Polizeivan schön in die Absperrung geparkt hat. Und dass da keine Handbremse angezogen war. Das macht es uns natürlich einfach. Ada, wo läuft sie denn schon wieder hin, Ada? Ich kann nichts abwarten, die Frau. Oh, Munition. Eine Schalltafel, mit der man das Schloss öffnen kann. Das Schloss ist offenbar zu. Ich finde das toll, dass sie die Erklärung abgeliefert haben, warum es ja fast keine Waffen gibt und nur Munition, weil Irons das beantragt hat. Let me guess. You must be Ben. Right? Get up, now! What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben? You told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that? Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going.
Na super. Gullistange. Natürlich wusste Ada Wong von diesem Gullideckel, ne? Ada weiß über alles Bescheid. Sie weiß, wie sie in die Kanalisation kommt, etc. Ne? Das wurde ihr gesagt. Sie ist natürlich überhaupt nicht erpicht drauf, dass Ben mir das jetzt verraten hat, ne? Sie wollte eigentlich Leon abhängen zu diesem Zeitpunkt, aber das ist nur ein sinnloses Basiswissen über die Story. Hundi macht Bumm. Ne, da gehe ich nicht hinter wegen der roten Pflanzen, sonst kommen die Hunde raus. Das muss nicht sein. Gullistange. Komm. Aha. Ich frage mich noch, wie Ada da jetzt runtergekommen ist, nachdem wir die Gullistange haben. Meine großen pelzigen Freunde. Na, alles klar. Ah, Schuh, geh weg. Bah, sind so eklig die Viecher. Tja, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt schon mal den ersten Teil des Rätsels. Einfach, um uns Zeit zu sparen. So, nehme ich da schon mal die drei Stecker mit. Sieht aus wie eine Schalltafel, mit der man das Schloss öffnet. Die einzelnen Stecker sind beschrieben. Dose Königstecker, Turmstecker, Läufer und Springer. Ich glaube, mir fehlt der Springer, wenn ich mich nicht täusche. Das ist Nummer 1. Das ist Nummer 2. Und hier kommt die Nummer 3. Wunderbar. Natürlich jetzt nur die Frage, wo der Springerstecker steckt. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Wo könnte ich denn jetzt hin? Schlüssel habe ich auch keinen. Ada? I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. Das interessiert sie überhaupt nicht. It's a dead end. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. Liebe Leute, wie es weitergeht bei Repeat mit Resident Evil 2. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, unterstützt die ganze Sache mit einem Abo, einem Kommentar, einem Daumen. Ich bin euer Zack und ich sage natürlich wie immer, bleibt sexy, bleibt wundervoll. Stay tuned and so long.